Ja, hallo, liebe Box-Champion-Freunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen heute Punch Club mit Muskeln. Danke, da bin ich wieder. Und ja, heute neue Aufnahmesession mit neuer Mütze. So Noob-Mütze. Da kann ich den coolen Trick machen. Queen-Screen-Trick. Und ja, wir spielen Punch Club, wie gesagt, und wir haben jetzt noch ein bisschen was vor. Also wir wollen ja unsere Stärke jetzt auf mal 8 kriegen, damit wir endlich unsere Fähigkeit hier kaufen können. Die hier drüben bei Weg des Bären ist. Und zwar hier, Muskelgedächtnis. Das wollen wir machen. Das kriegt man hin. Wie sieht's mit Kämpfen aus? Wann ist der nächste Kampf? In 2 Tagen. Wir sind aufgeploppt. Na klar, komm. Wir sind noch Liebe. Perfekt. Komm, da können wir richtig gut trainieren jetzt. Hauen wir richtig rein. Jetzt hauen wir richtig rein. Das kriegt man hoch. Ach, wir sind noch ineffizient. Ja, steh auf. Wir sind noch ineffizient, also gehen wir arbeiten, holen uns ein kleines bisschen Geld. Komm, jetzt machen wir hier bei der Pizza. Komm, machen wir Pizza ausliefern. Hey, yo, Casey, wie geht's? Ich möchte ein bisschen Pizza ausliefern. $30 reichen ja wohl locker. Wobei wir auch Essen brauchen. Also wäre es vielleicht nicht so verkehrt gewesen, noch was anderes zu machen. Aber ich würde gerne in die Muckibude gehen. So. Dann gehen wir jetzt in die Muckibude. Da kommt der Farmer hin. Dann gehen wir hier rein und machen Training. Und zwar hier, richtig fettes Krafttraining. Das ist das, was wir wollen. Wo wir das ja eigentlich auch brauchen. Also machen wir doch mal beides. Weil Ausdauer auf 4 wäre nicht schlecht für den nächsten Kampf. Oh yeah. Ich frage mich, ob wir Geschick komplett ignorieren können. Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, bin mir nicht sicher. Aber ich müsste mal gucken. Ist noch effizient? Jetzt nicht mehr. So, dann gehen wir hier hin. Kloppen wir hier noch ein bisschen drauf rum. Yeah, Stärke. Ah, guck mal hier, Leute. Der hat sich ein Gewicht um seinen Körper gebunden und dann nur mit den Armen. Nur mit den Armen, Alter. Der ist so stark. Ich bin so stark, Alter. Ich bin so stark. Boah, auf 8 hochkommen ist echt nicht einfach, Leute. Obwohl wir in der Muckibude sind. Und der Name hat ja schon seinen Grund. Muckibude, Muckis aufbauen. Aber kriegen es nicht so leicht hin, so wie es aussieht. Aber wir schaffen das. Wir müssen halt ordentlich ranklotzen, dann geht das schon. Aber wir müssten auch arbeiten gehen irgendwann. Wegen Essen. Und das Verliebtsein ist gleich weg. Nein, jetzt ist weg. Jetzt verlieren wir wieder Haufen Fressen. Ah, und Energie. Effizienz ist auch schon weg. Dann gehen wir hier unten nochmal draufhauen. Da ist die Effizienz hoffentlich wieder hoch. Nein, was da Geschick auch noch dabei? Kacke. Das ist doch alles Stärke. Das ist doch alles Stärke, Mann. Gib mehr Stärke. Mehr Stärke. Geschick auf 2 zu haben ist vielleicht nicht so verkehrt, aber trotzdem. Wir Stärke haben. Ich dachte, wir kriegen es auf 8 jetzt. Mist. Hier nochmal draufkloppen vielleicht. Das bringt vielleicht noch ein bisschen was. Auch wenn das auch Geschick bringt. Ja, haben wir wenigstens hier auf 4. Ob wir es halten können, weiß ich nicht. Wenn der Tag jetzt rumgeht. Man verliert richtig viel, wenn der Tag rum ist, ne? Das ist so krass. Der ist jetzt auch gleich rum. Und dann sehen wir gleich, wie viel wir verloren haben. Alter, 63 verloren. Boah, das ist mal wieder am Anfang, Mann. Zumindest gefühlt. Gefühlt wieder am Anfang. So ein Scheiß, Mann. Und der Kampf ist heute. Und ich komme nicht auf 8. Kacke. Naja, aber passt schon. Passt schon irgendwie. So, jetzt müssen wir den Kampf machen. Mit 7-2-4 gegen 3-5-5. Ach du Scheiße, Gordon ist ja richtig scheiße stark. Kriegen wir das hin? Mal gucken. Wir haben ja hier noch unsere ganze Sache hier. Keine Verteidigung brauchen wir auch nicht, ne? Wir hauen einfach so drauf. Haben wir was Neues bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das sind alles noch die alten Dinger. Außer im Kicken wollen wir eh nicht. Ne, haben nichts Neues. Okay, dann fight! Komm, ich hau mal um den Gordon. Ah, vielleicht auch nicht. Aber das ist der Anfang. Ist nicht so schlimm. Komm, hau zurück. Komm, wir machen noch richtig viel Damage. Lass dich nicht von Gordon zusammenschlagen. Nur weil der mehr Geschick hat als du. Heißt es nicht, dass du ihn nicht auch mal treten könntest. Oder kicken. Boxen meine ich. Ey, box doch mal. Der macht gar nichts. Mein Scheiße macht nichts. Was soll denn das? Komm jetzt aber, komm. Ja, na endlich haust du auch mal zu. Boah, krass, der macht einfach nichts. Was? Wow, jetzt hat er zweimal zugehauen und lässt sich wieder... Alter Falter. Ich sag ja, Geschick ist viel geiler in dem Spiel. Was? Oh, geil, aber... Oh, scheiße. Jetzt haben wir ihn eigentlich runtergekloppt gehabt und... Kacke, naja, 3 Talentpunkte bekommen. Dann gehen wir hier nochmal schnell Handpads machen.
Das bringt auch nochmal ein paar Punkte. Bam, bam. Ja, yeah, guck mal hier. Ja, wenn man treffen können, dann machen wir richtig Damage, ne? Wenn wir treffen können. Aber wir treffen nun mal nicht sehr oft. Oh, wenn die Geschick so hoch ist, ist es echt schwer, den auszuweichen. Da wäre es, glaube ich, echt gut, dieses Geschick-Ding zu haben. Wenn ich einen Gegner treffe, dass er weniger Geschick bekommt. So. Talentbaum, ja, ist klar. Und hier gibt es noch einen Fight. Können wir aber eh nicht machen. Wir sind eh total angeschlagen. Wir müssen jetzt eigentlich arbeiten, beziehungsweise erstmal nach Hause gehen. Komm, fahren wir die letzten Schritte nochmal mit dem Bus. Essen vielleicht nochmal was, wenn wir noch was haben. Hallo? Spiel? Ah, okay. Ich habe noch zwei Fleisch. Nice. Und einen vergammelten Burger. Den will ich aber nicht essen. Aber das kriegen wir schon hin. Ein bisschen Energie, ein bisschen arbeiten, damit wir ein bisschen Dings haben. Und dann kriegt man das hoffentlich auf 8. Auch wenn wir das jetzt wieder verlieren, wieder ein Stück. Vielleicht können wir noch, ja, noch trainieren. Nee, nee, nee. Wir dürfen die Energie, die wir haben, dürfen wir nicht verschwenden für Training. Leider. Wir bekommen ja hier auch ein bisschen Muskelkraft. Ne, ein bisschen kommt ja hier auch noch was. Na, und schon was verloren. Oh Mann, krass. Hä, wieso ist hier ein Fight-Symbol? Ach so, ich kann mich noch anmelden. Habe ich vergessen. Anzumelden. Machen wir gleich. So. Ich würde gerne noch, nochmal 100, nochmal, ja, nochmal 50, wäre nicht schlecht. Und so. So, melden wir uns mal an. Wem kriegt man als Gegner? Diesmal kriegen wir Roy. Ach, Roy. Roy ist easy. Die hauen wir um. Na gut, so easy vielleicht nicht, aber wir hauen ihn trotzdem um. So, dann gehen wir jetzt zu Fuß. Hier ein bisschen was kaufen. Sei gegrüßt, mein Held. Sei gegrüßt, mein Held. Ja, Abu, hallo. Ich hätte gern ein bisschen Fleisch, 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 Fleisch. Ah, nicht zu viel Fleisch. Kann ich mir was zurückgeben? Nein. Ich komme nicht in die Muckibude. Shit. Ich komme nicht in die Muckibude. Kann ich hier vielleicht nochmal ein bisschen, bevor meine Energie leer ist, vielleicht noch ein bisschen Mucki machen, weil das wird jetzt gleich noch weiter runtergehen. Ist immer so nervig, dass es immer so weit runtergeht. Ja, drück's hoch, drück's hoch. Naja. Aber zu Hause muss es doch eigentlich viel effizienter sein zu trainieren als woanders. Mann. Weil ich ja viel krassere Sachen machen kann, wenn ich das möchte. So, jetzt ineffizient. Können wir hier noch ein bisschen. So. Naja, bringt nicht so viel Stärke, das Ding hier. Und jetzt bin ich müde. Kacke. Aber wir kriegen das hin, dann haben wir 8. Das wird dann richtig geil. Wir müssen eh nochmal was essen, weil sonst wacht er eh nochmal auf. So. Aber der hat gute Stimmung, wo seine Stimmung gerade ein bisschen runter ist. Also seine Stimmung geht ja jetzt wieder hoch beim Schlafen. Da ist die Trainingseffizienz natürlich wieder ein bisschen besser dann. Wobei, wenn wir jetzt noch einen Tag verlieren, dann geht's nochmal was, dann geht wieder was runter. Naja. Essen wir nochmal was. Dann können wir noch ein bisschen trainieren vielleicht. So. Geh mal an deine Muckibank. Komm auf 8. Das müssen wir doch auf 8 hochkriegen. Und am besten so, bevor der Tag zu Ende ist, auf 8 hochkriegen. Das wäre so geil. Aber kann ich vergessen. Das kann ich vergessen. Ah. Und? Hier ist auf 8. Geil, es ist auf 8. Kurz vorm Tagesende. Und jetzt kaufe ich mir Weg des Bären. Kaufe ich mir jetzt Muskelgedächtnis. Flupp. Und lernen. Puh, geil. Was gibt's jetzt als nächstes? Erschöpfer. Was ist denn Erschöpfer? Schlagmodifikator. Alle deine Schläge verursachen der Energie deines Gegners mehr Schaden, wenn aktiviert. Das wäre zum Beispiel geil. Was ist das denn hier? Quälende Schläge. Schlagmodifikator. Jeder Treffer von dir reduziert das Geschick. Das wäre auch geil. So ein Geschickreduzierungsding. Was ist das hier? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass alle Boxtalente ihr Ziel treffen. Das ist auch geil. Dann muss ich aber vorher das hier erstmal machen. Wenn er dich so ansieht, schaffst du noch eine Runde. Du erhältst 15% mehr Stärke. Ja, ein Motivator-Poster. Ist ja auch geil, Mann. Ja, ist auch geil, aber wir haben eh nur 5 Punkte. Das wird uns nicht viel bringen. Aber wir haben das jetzt hochbekommen. Und was mich jetzt auch reizen würde eigentlich, wäre das hier auf 4 zu kriegen. Dass man sagt, Dauerläufer. Also sprich, wir müssen 16 Punkte ausgeben, um hier Dauerläufer zu kriegen. Könnten wir eigentlich schaffen, wenn wir alles mitnehmen würden. Alles, was geht. Hier zum Beispiel mit Roy können wir kämpfen. Normalerweise können wir mit Roy kämpfen, wenn der es zulässt. Mal gucken. Komm, das sparen ein bisschen.
Hey, du hast es so gewollt, Kumpel. Auf geht's. Du brauchst Balance. Ja, und jetzt will er, dass ich mich da hinsetze. Und dann ist alles wieder am Arsch. So, jetzt können wir bestimmt sparen. Komm. Ich habe mich hingesetzt. Einen ganzen Tag. Ach, scheiße. Das ist immer das Blöde dabei. Der will sich immer mit mir entspannen und so. Okay. Wir müssen ja noch zur Mafia gehen, ne? Das könnte man eigentlich auch mal irgendwann machen. Heute ist der Kampf, oder? Krass. Ich will aber vorher sparen, wäre ein bisschen dumm. Na gut, dann gehen wir kämpfen. Komm mit. 8-1-3 gegen 4-2. Kriegen wir hin. Los, komm. Schlag sie einfach tot mit 8, Alter. Los. Los. Schlag sie reu tot. Hm. Noch ein bisschen. Komm schon, Tenshi. Jetzt schlag doch mal zurück. Vielleicht muss ich Geschicklichkeit doch mal ein bisschen hochdrücken. Ah, boah, geile 43er-Kombo. Wenn wir loslegen, dann richtig. Er aber leider auch, der Roy. Oh Mann, wir hätten fast seine Energie weggehabt, ne? Oh yeah. Oh, geil. 32er-Kombo. Also, reinhauen tut er schon, aber er muss auch erstmal treffen. Das ist nicht so einfach. Der hat eine Trefferchance. Stand, dass wir irgendwo gerade Energieregeneration hat, so viel wie ich. Lol. Genauigkeit. Zeigt, wie genau deine Schläge sind, abhängig von deinem Geschick im Vergleich zu Stärke und Ausdauer. Boah. 0-2, 0-7, alter Falter. Haben wir niedergemetzelt. Easy niedergemetzelt, muss ich dazu sagen. Oh, $20 bekommen. Geil. Wir könnten theoretisch sogar trainieren gehen. Anmelden, wir gucken mal rein. Wieder gegen Gordon. Gordon ist echt ein krasser Kämpfer. Also der ist Rang 3, der Gordon. Wenn wir den niedermetzeln würden, dann wäre es richtig geil. Dann machen wir hier mal einen Übungskampf. Vielleicht gewinnen wir den Übungskampf, ja, und kriegen mehr Punkte. Oh, ich hoffe, ich habe nichts Falsches jetzt gemacht. Komm schon. Ja, ja, ja. Eine kleine 50er-Kombo rausgehauen, gleich am Anfang. Ja, 17er, oh yeah. Wer braucht sie, wer muss sich schon ausweichen oder sich schützen oder so. Einfach den Gegner niederknüppeln. Das ist unser Motto. Ja, yeah. Ist aber ein bisschen schade, weil hier ein bisschen die Taktik da ein bisschen weggeht. Aber ey, krass, Alter, wir haben eine K.O. gehauen. Das muss doch besonders viel Punkte geben, komm schon. Nur 3, naja, wir haben 15. So schnell kann es gehen, Leute. Haben wir schon wieder fast unsere 16 zusammen. Und dann gibt es auch die Street Fights, die ich gerne noch machen möchte. Und die Fights und das Fight und jenes Fights. Die Street Fights mit der Gesundheit, bin ich mir nicht sicher, ob wir uns die leisten können. Also nicht die Fights, sondern hier in der Bar. In der Bar gibt es ja noch hier den Taylor. Komm, wir machen das einfach. Okay. 3-3-5, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. 3-3-5. Yeah, komm. Yeah. Alter. Yeah, 61er-Kombo. Und nochmal dreier gedrückt. Oh, geil. Noch Kneipe kämpfen ist viel geiler, Alter. Da gibt es keine Gesetze. Da kann man draufhauen, wie man will, Alter. Das war ja mal richtig easy. 4 Punkte bekommen. Jetzt haben wir 19. Und dann würde ich dann tatsächlich gerne grundlegende Talente... das hier machen, Dauerläufer. Damit es immer auf 4 bleibt. Heißt aber im Umkehrschluss, ich müsste. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist, aber da haben wir wenigstens immer 4 und müssen nicht immer darauf achten. Dann können wir jetzt nämlich demnächst mal ein bisschen kämpfen und irgendwas anderes machen und können dann das hier erstmal außer Acht lassen, das Training komplett außer Acht lassen. Wir müssen nur mal gucken, dass wir das hier auf 4 bekommen. Das müssen wir vorher noch machen, weil sonst bringt das nicht viel. Okay, also entweder noch selbst trainieren. Essen haben wir, glaube ich, noch. Komm, dann trainieren wir mal selber. So. Ausdauer. Hier, wir haben ein fettes Band. Da können wir uns draufstellen. Dann geht das los hier. Easy, Mann. Das ist doch geil. Geht mal locker auf 4. Oh yeah. Und 4. Mehr brauche ich nicht trainieren. Dauerläufer. Jetzt bleibt das immer auf 4. Das wird geil. Hier hinten könnte man eigentlich das ja auch mal machen. Alle positive Effekte halten länger an. Hm. Haben wir gute positive Effekte? Ich weiß es nicht. Vielleicht doch eher hier beim Bären noch ein bisschen was machen. Der Kontercross wollte ich eigentlich auch mal haben. Der ist eigentlich ziemlich cool. Ach, kann aus der Verteidigungshaltung ausgeführt werden. Verringert Energie deines Gegners bei einem Treffer. Schon geil. Ersetzt er irgendwas? Nö. Ist nur ein Gegenangriff. Einfach nur ein Gegenangriff. Geil. Aber diese Energiedinger sind echt cool.
Gibt es hier noch irgendwo noch einen Slot mehr, damit wir noch einen Slot kriegen? Sollen wir noch einen Slot geben, oder? Damit wir mehr Talente haben. Hier. Nee. Gib dir ein zusätzliches Talent, das du im Kampf verwenden kannst. Doch, hier. Stärketraining. Dann müssen wir das hier durch. Dann können wir noch so einen Slot machen. Ich glaube, ich würde eher... Ja, das hier erstmal machen. Aber das ist dumm. Das bringt uns im Kampf nicht viel. Aber Boxer hätte ich schon gern. Weil es sieht aus wie eine passive Fähigkeit. Und das ist schon cool. Ja, müssen wir gucken. Wir haben ja noch Zeit. So, der nächste Kampf beginnt in 3 Tagen. Ach, Essen. Immer das leidige Thema Essen. Das heißt, wir müssen auch mal wieder kämpfen gehen. Aber vorher gehen wir nochmal zu Roy. Und kloppen uns endlich mal mit dem. Die haben ja gerade schon mal zu niedergemetzelt. Dann kloppt man jetzt nochmal nieder. Oh, du hast es so gewollt. Komm, auf geht's. Meine Fäuste haben drauf gewartet. Na dann, komm her, Roy. 4-3-4. Ich bin 8-1-4. Jetzt, ich hau dich um, Alter. Ich hau dich um. Ich treffe dich vielleicht nicht. Ja, bist gut ausgewichen. Aber wenn ich dich mal treffe, dann knallt's aber richtig. Oh ja. Yeah. Hörst du es klatschen? Hörst du es klatschen, wenn ich dich treffe? Oh Mann. Ist nur eine Runde, die wir hier machen, aber wir gewinnen das Ding. Komm. Lass dich ja nicht unterkriegen hier von dem kleinen Schlitzohr. Passt schon. Noch einmal hauen. Komm, noch einmal. Da haben wir einen K.O. gehauen. Yes. Roy, du armes Schwein. Du lernst es nie, Roy. Du lernst es nie. Wir haben einen Haufen Energie. Das heißt, wir könnten ja auch hier einen Ultimate-Fight machen. Wir versuchen es mal. Komm. 2-5-3. Den kriegt man niedergemetzelt. Komm schon. Ultimate-Fight. Ultimate-Fight. Ich bin so richtig auf Kämpfen aus. Hier immer schon mal Schlacht machen. Hier Schlachten. Oh Gott. Oh Gott, ich treffe den nicht. Scheiße, wenn wir den nicht treffen, können wir auch keinen Schaden machen. Oh nein. Oh nein. Oh komm schon, der hat scheiß Werte, Mann. Das kann doch nicht sein, dass der so gut ist. Jetzt treff ihn mal. Der bricht mir immer die ganze Zeit irgendwie was. Jetzt hau doch mal drauf, Tenchi. Hau doch mal zurück. Ja, so. Guck mal, der hat keine Energie, wenn du ihn triffst. Oh Gott, ich habe auch keine Energie mehr. Scheiße. Okay, den verlieren wir wieder. Da haben wir wieder Probleme beim Training, aber ist doch kein Problem. Player beim Training, was soll's? Jetzt hau doch mal drauf, Tenchi! Ach Gott! Das ist so krass, Alter! Das ist so krass, Mann! Ich habe so viel Ausdauer eigentlich, eigentlich so viel Leben, aber irgendwie funktioniert das nicht. Es funktioniert einfach nicht. Wir müssen ein bisschen Geschicklichkeit hinterher drücken. Ich schwöre, Alter, ich schwöre. Wir müssen ein bisschen Geschicklichkeit hinterher ziehen. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Ansonsten, es waren gute Runden, ja. Es waren gute Fights. Wir haben einiges an Punkte bekommen. Wir haben sogar ein bisschen Geld. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen hier. Ja, gehen wir zu Fuß. Wir haben mehr Zeit. So, dann können wir mal mit dem Don irgendwann reden. Ich will noch ein bisschen Geld nochmal ein bisschen kassieren. Das wäre nicht schlecht. Geld kann nie schaden, meine Freunde. Geld schadet nie. So, machen wir nochmal einen Durchgang. Ich würde mir eigentlich noch was zu trinken hier zu bereitstellen. Habe ich gar nicht gemacht. Können wir in der nächsten Folge machen. Da hole ich mir was zu trinken. Damit ich nebenbei noch trinken kann. Weil so, wenn ich schon ein Facecam mitmache, dann muss ich natürlich auch trinken. Während der Facecam-Zeit. Lasst uns mal mit dem Don quatschen. Ja, laufen wir natürlich zu Fuß hin, ey. Alter Falter. Sieht auch schon schön. Das ist schön hier. Schön. Mal gucken, was der Don zu sagen hat. Hey, Silver hat mich geschickt. Er sagt, du besitzt etwas, das ich brauche. Der Don. Du hast den Don getroffen. Er ist so unglaublich mächtig. Möglich. Nun, ich habe diesen Gegenstand, aber ich habe selbst Pläne dafür. Kann ich dir irgendwas dafür anbieten? Mal sehen. Vielleicht. Du bist ein Kämpfer, richtig? Es wird bald einen großen Kampf geben. Du könntest teilnehmen. Und wenn ich gewinne, gibst du mir dann die Medaille? Natürlich, das einzige Problem ist, du sollst eine Profikarte haben, um teilzunehmen. Aber ich habe diese Karte noch nicht. Das ist schade, mein Sohn. Dann geh deinen Weg und komm mit der Karte zurück. Oh, professionell Multicard. Gewinne das Challenge Playoff, um diese Karte zu bekommen. Dann darfst du dich auch als professioneller Kämpfer bezeichnen. Was für ein Ding... Da muss ich... Was? Wo soll das denn sein? Gibt es jetzt auf der Karte irgendwas Neues? Nee. Krass, irgendwelche Playoffs? Was? Was? ich habe noch ein bisschen Energie. Komm, dann gehe ich zu Fuß dahin. Ich brauche noch mehr Geld, Leute. Ich brauche mehr Geld. Es hat seinen Grund, warum ich mehr Geld brauche. Ich brauche mehr Geld!
Ich bin müde. Ich brauche Geld. Okay. Müde. Legen wir uns hin. Und schlafen ein bisschen.